Wunderschönen guten Morgen. Das Osterwochenende ist vorbei und bin schon zur Arbeit und ich befinde mich oben im Badezimmer. Zieh mir gerade meine Socken aus, denn ich wollte die Dusche putzen. Hier, die Scheiben, die sehen etwas sehr schrecklich aus. Und normalerweise mache ich das, wenn ich duschen gehe. Einfach so nebenbei nehme ich mir meinen Schwamm und mein Putzzeug mit rein. Das habe ich aber nicht geschafft in den letzten Tagen, weil immer die Kleine wach war und dann wollte ich mich halt beeilen, weil sonst stehe ich dann nachher mit Shampoo und so und dann muss ich raus. Und jetzt schläft sie gerade und deswegen wollte ich das jetzt eben machen. Also Badreiniger und da ist mein Schwamm. Gammelwochenende, also jetzt die ganzen Osterfeiertage, da bleibt bei uns im Haushalt immer total viel liegen. Normal macht man ja jeden Tag immer so ein bisschen was zwischendurch. Ja, weil man halt, ne, die Familie ist da, dann weiß ich nicht, dann schaffe ich irgendwie weniger, wenn alle da sind und nicht der geregelte Alltag ist mit Arbeiten und Schule und was auch immer, dann ja, schaffe ich nicht so viel, als wenn die einfach arbeiten sind und in der Schule sind. Das geht euch doch bestimmt genauso, oder? Jetzt hole ich noch eben den Wischer von unten. Dann wische ich noch eben einmal durch oben. Und dann ist mein Tagesziel schon fast erreicht. Oh, wer ist da wach geworden? Habe ich dich abgelegt, als du eingeschlafen warst? Aber du hast ganz tief und fest geschlafen. Ja. Und jetzt räumen wir zusammen die Küche auf. Hilfst du mir? Ja, die hilft mir bestimmt. Ja, hier sieht es etwas, ich zeige euch, ich drehe euch mal um, wie es hier aussieht. Tada, wie immer, die Spülmaschine ist entweder voll dreckig oder voll sauber. Jetzt ist sie voll sauber, die räumen wir gleich aus. Ne? Hier noch eine dreckige Pfanne, dann sammle ich da immer Müll, also irgendwo sammle ich immer Müll, weil ich den Mülleimer nicht aufbekomme, wenn die Spülmaschine am Abtrocknen ist. Der Topfschrank ist bei uns auch immer auf, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum wir zu faul sind, den zuzumachen. Hier ist noch die eingekochten Gläser vom Bernd, da wollte er heute so Etiketten drucken mit dem Datum, dass wir die draufkleben können, dass wir wissen, wie lang, also wann wir die gemacht haben, dass wir den Überblick nicht verlieren. Ja, und den Tisch, guck mal, ich habe noch nicht gefrühstückt, ich muss noch meinen Shake trinken gleich. Ich habe gedacht, wenn die Kleine schläft, mache ich erst oben das Bad. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ich die Einzige bin, die während der Dusche die Dusche putzt. So, und jetzt, Mausi, du gehst jetzt hier in deinen Stuhl, ne? Ja. Hi, schnallen wir dich jetzt an? Zeig mal dein Outfit of the Day. Heute so eine schöne Einhornhose. Oh, Achi, Gesundheit! Achi, Gesundheit! Ochi, Gesundheit, wow. Hast du deine Einhornhose an? Ja? Wow. Hallo, du Maus. Hast du gut geschlafen? Ja? Super. Oh. Schneiden wir dich an? Ja, jetzt lachst du. Jetzt lachst du. Ja, super. Du kleine Maus. Hm? Ja, erzähl mal. Erzähl mal. Hm? Ja. Oh, der Calvino schläft noch, ne? Der Calvino schläft noch. So, schön zudecken. Schön eingemummelt. Ist sie schön eingemummelt? Ja. In einem Kokon. Hast du einen Kokon? Ja. Ich muss euch zeigen, wie sie lacht. Hast du einen Kokon? Bist du eingemummelt im Kokon? Ja? Ein Kokon. Schaut mal, so mummel ich sie dann immer ein. Das ist schön warm, ne? Also ich liebe ja unseren Staubsaugerroboter heiß und innig, ne? Aber wenn er sich da so festfährt in so einem Stück Decke, das ist echt nervig. Einmal da und hier dieser Stuhl von Ikea, den ihr seht, diesen holzfarbenen, da unten, was auf dem Boden ist, da verhängt er sich auch immer.
Normalerweise kein Problem, dann gibt man ihm einen kleinen Schubs. Aber ich sitze jetzt hier und bin am Stillen. Ich habe die Morla hier, die ist am Einschlafen. Und ja, jetzt möchte ich natürlich nicht aufstehen und das voranbringen. Deswegen, ja, ist er jetzt ausgegangen natürlich. Und wenn ich dann irgendwann nachher aufstehe und den weiter schubse, dann hat er, ja, fängt er wieder von vorne an, in Anführungsstrichen. Also läuft noch die restliche Zeit ab, die sein Akku noch hergibt. Und ja, das nervt manchmal. Ansonsten ist er echt super. Also, wir haben es noch nicht bereut, noch nie, niemals ihn gekauft zu haben. Der ist schon anderthalb Jahre oder so bei uns mindestens einmal täglich im Gebrauch. Ja, ich versuche jetzt hier gerade so ein bisschen klar Schiff zu machen und laufe eigentlich nur hin und her, um alles wegzuräumen. Hier. Und die Maus erzählt mir was. Hier habe ich jetzt eingeweicht. Das kann ich gleich alles spülen. Hier muss ich den sauber machen. Die muss nachher weg, wenn der Bernd das da draufgeklebt hat. Hier war ich mein ganzes Frühstückszeug, bin ich dabei wegzuräumen. Ja, und was so anfällt, ne? Und du erzählst mir was dabei, ne? So. Wir hatten jetzt eine Zeit lang, hat unser Wasser total ekelhaft geschmeckt, so muffig. Ich weiß auch nicht, also wir trinken immer Leitungswasser. Und ja, dann konnten wir es nicht trinken und haben uns auf dieses Flaschenwasser wieder geeinigt. Ich hoffe, also jetzt haben wir es wieder versucht und gestern war es okay, das Wasser aus der Leitung. Ich hoffe, dass sich das jetzt gegeben hat, dass wir es weiterhin trinken können. So, einmal den Tisch abwaschen. Richtig, die ist ganz tief jetzt eingeschlafen. Also beim Stillen heute Morgen, da war das ja immer aufwachen, einschlafen, aufwachen, einschlafen. Und jetzt war ich mit Miss Murphy und ihr spazieren. Jetzt ist sie ganz, ganz tief eingeschlafen. Aber ich habe jetzt hier nichts geschafft weiter. Und jetzt muss ich schon Essen machen, weil Bernd gleich kommt und wir wollten in der Mittagspause essen. Wir haben nämlich beide nur den Shake heute Morgen gehabt, den Frühstücksshake und keine Brote oder so gegessen. Ja, und jetzt brauche ich auch keine Brote mehr essen, weil in 50 Minuten kommt der Bernd und dann wollen wir Mittag essen. So, wir haben heute Morgen hier einfach was aufgetaut. Da, und wir wussten nicht, was es ist. Es war eine Überraschung. Jetzt ist es schon so ein bisschen angetaut, jetzt konnte ich es riechen. Es ist Bolognese-Soße. Also wird es auf jeden Fall Nudeln gleich geben mit Bolognese-Soße und Reste von gestern. Da hatten wir ja Kartoffelpüree, Cordon Bleu und Erbsen und Möhren. Das suche ich mal. Ach, schaut mal, wir haben sogar noch Reste Nudeln, da muss ich gar keine kochen. Oh, der Clipper abgegangen. Ja, dann gibt es Reste Nudeln. Ist Murphys Bath, das brauche ich jetzt nicht. Ich wollte heute eigentlich auch den Kühlschrank sauber machen, aber offensichtlich bis jetzt nicht geschafft. Hier ist braune Soße, was der Bernd eingekocht hat. Das Glas hat er nur getestet, ob die ein Vakuum gezogen haben. Haben sie, aber jetzt ist das halt auf, deswegen war das im Kühlschrank. Dann haben wir, das ist noch Rührei von gestern. Kann man auch mal auf den Tisch stellen. Hier ist noch ein Eiwa-Dip von Bernd. Ah, hier ist der Bohnensalat von gestern. Genau. Der ist jetzt bestimmt richtig schön durchgezogen mit Sahnesoße und Zwiebeln. Ah, und Kartoffelpüree. Wo ist der? Der ist bestimmt in dieser Dose. Ja, sieht so aus. Genau. Okay, dann mache ich mich mal ans Werk. Ich glaube, die Leberwurst ist gut. Ich habe gerade den Kühlschrank sauber gemacht, deswegen steht hier alles rum. Genau, da ist noch Ettenleberwurst. Hier sind noch so Reste, was das kann weg alles, weil das schon so ewig lange rumsteht. Also hier ist Fleischwurst drin, Mais und hier ist Feta-Käse drin. Den mache ich nicht auf, weil dann riecht alles wieder nach... Nee.
Ja, der kann weg, den habe ich schon dahingestellt. Und ja, weil wir Reste essen, gibt es Cordon Bleu und so Gemüsestäbchen. Die sind richtig lecker. Ich habe nämlich schon eins hier drauf. Smurfy, runter. Geh runter. Geh runter. Mach nicht den sterbenden Schwan. Geh runter. Du bist ein Tatballer. Mann, genau. Also, das sind die, wenn die auf sind, da sind halt so Mais und Erbsen und alles drin. Hier hat der Bernd auch auf diesem, wie heißt das, TK, Tiefkühlmarkt gekauft. Ja. Mm. Mm. Einfach hier drüber, hier nach Hause. Über meine Nudeln. So. Ja. Und ein Cordon Bleu wollte. Das reicht. Nimm mit. Mmh. Ja, richtig lecker. Wir essen jetzt. Hast du schon Antwort? Ah, okay. Wir waren spazieren und also zweiter Spaziergang für mich heute mit Smurfy. Und es war so ein Aprilwetter. Als wir losgegangen sind, war Sonnenschein. Dann war Schnee und Hagel. Und dann war Gewitter sogar. Und mit Blitze und Donner ganz laut. Hallo, Bart. Und jetzt sind wir ganz schnell nach Hause. Machen jetzt ein Käffchen mit einer Hand, weil die Morla hat ihren Kopf so in der Trage. deswegen halte ich den so fest. Genau, mache jetzt noch Kaffeepausen, dann muss Bernd wieder arbeiten. Und dann ja, mache ich den Haushalt hier weiter. Jetzt, wo ich hier die Küche aufräume, jetzt ist wieder strahlender Sonnenschein draußen, so dass es blendet und ich der Maus sogar ein Tuch auf den Kopf machen muss. So stark scheint die Sonne jetzt, ne? Ja, bist du ausgeschlafen? Ja? Alle sind schon weg, ne? Ja, die Männer sind jetzt unterwegs. Der Bernd bringt den Calvino weg und ja, muss dann weiter arbeiten. Und ich darf hier, tada, tada, aufräumen. Endlich komme ich dazu. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Genau, ja. Wir rocken hier den Haushalt, ne? Ein glückliches Baby. Die schläft jetzt schon eine halbe Stunde da so. Ich habe auf Spotify die Föhngeräusche-Playlist oder wie auch immer das heißt, angemacht und läuft. Ich habe jetzt angefangen, hier mit dem Sauger, einmal mit dem das Grobe hier auf den Treppenstufen zu saugen und mit dem hier so die kleinen Ritzen. Das mache ich jetzt mal und oben läuft der Roboter. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau, das ist mir eingefallen gerade. Eigentlich sollte es heute den afrikanischen Eintopf, Voodoo-Eintopf, sollte es heute geben. Den wollte ich euch ja zeigen, habe ich euch gesagt, Mittwoch im Vlog seht ihr dann, was das ist. Allerdings haben wir jetzt heute Reste gegessen und dementsprechend habe ich den nicht gemacht. Den soll es jetzt morgen geben. Boah, wenn man hier so sitzt, dann findet man immer mehr Staub. Ich könnte auch mal hier die Bilderrahmen abstauben. Ich wollte jetzt Abendessen vorbereiten. Wir haben noch so viel Bolognese über. Ich habe gedacht, ich mache einfach ein paar Nudeln und einen Salat wollte ich dazu machen. Ja, die Salatherzen hatten schon bessere Tage. Deswegen muss ich hier mal schauen. Ich glaube, wir haben noch einen Eisberg. Genau, ein Eisberg. So, und dann versuche ich mal, wie weit ich komme. Am Nachmittag ist die Maus gerade nicht so gut drauf, ne?
Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen mit dem Salatschnippeln. Oh, du hast ja deine Hand im Mund. Ja, das kannst du schon. Super. Super. Er denkt, dass wir den Salatherzsalat wegschmeißen. Den kriegen die Tiere bei uns, ne? Ja, Molly. Den bringen wir zu den Ziegen und Gänsen. Hühnern, ja. Die freuen sich, wenn die das bekommen, ne? Machen. Ich habe wieder Alfalfa-Sprossen gemacht. Genau, davon machen wir auch welche in den Salat, ne? Ja. Die isst die Mama gerne. Wir brauchen Kidneybohnen und Mais für unseren Salat, hätte ich das gerne. Und das haben wir hier. Einmal Mais, der ist da hinten, einmal Kidneybohnen und einmal Nudeln. Da nehmen wir, ja, wir haben nur, hier ist noch Penne. Ja, da fehlen jetzt nur noch Zwiebeln, die schneidet der Bernd gleich und dann kommen die da rein. Ich hasse Zwiebelschneiden, das macht bei uns immer der Bernd. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ich glaube, das sieht man auch. Es ist noch sehr düster draußen, obwohl es könnte ja auch Abend sein und schon düster sein. Ich wollte den Vlog nur beenden, das habe ich nämlich gestern vergessen. Und ja, ich schneide jetzt das Video und lade das für euch hoch, damit ihr das heute Abend sehen könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!